Hi, da sind wir wieder bei mir in Olofs Küche. Heute mache ich mir eine Gemüsesuppe. Habe mir Suppengemüse, eine Zwiebel, Fleisch habe ich jetzt nicht. Hau ich mir da nur eine Mettwurst rein. Aber heute mache ich nur eine reine Gemüsesuppe. Ich hatte erst eine Dose Ochsenschwanzsuppe in der Hand, das war jetzt 30 Cent mehr. Aber dafür kriege ich auch einen ganzen Topf voll. Vielleicht brauchst du sogar noch mehr. Möhren, die Schale lasse ich jetzt immer drin. Da sind die ganzen Sachen drin. Dann zähle ich die und schmeiße den Müll, habe ich keinen Bock mehr. Nochmal kurz abwaschen. Und das war ein Müll. Hat sich versteckt hier. Gleich jetzt bitte Silie. Ob ich dann Fleisch schon ist egal wie. Ob ganze Ringe oder kleine Stückchen mehr. So, haben wir den Vorwärts schon mal fertig hier. Dann drehen wir hier. Ich habe immer schön scharfes Messer, da ist das nicht so schwierig, hier mal zu schneiden oder zu schälen. Finger aufpassen, ja. Das geht an sich so flott hier mit der Suppe. Sellerie. Zwiebel. Eine Zwiebel reicht. Die Menge. Wenn der Messer scharf ist, dann flutscht er auch. Perfekt. Was mache ich anders? Da komme ich schneller mit zur Richtung, mit der Ding Hand hat hier. Also wenig Arbeit hier. Vier Möhren klein schneide oder 20 oder 30, das ist kein größerer Aufwand hier. Wie dies beim Reden, kann man den nicht hier in den Finger schneidet. Das ist gar nicht einfach hier. Und für Arbeiten und noch dabei reden. Ja. Zack. Die Mörkes.
So, dann habe ich hier irgendwelche Nudeln. Ich wollte zwar Muschelnudeln haben, aber die haben sie nicht. Da habe ich hier Penne Granite. So, die Petersilie. Aber die kommt zum Schluss rein. Die mache ich jetzt noch nicht da rein. Aber alles schon mal vorbereiten hier. Schön klein hacken hier. So, dann haben wir den großen Topf hier. Ich denke, dann nehmen wir den ganz großen. Für die Menge hier. Zuerst bitte Handschütze mit Öl. Ja, wir brauchen ja ein bisschen Fett. Ein, zwei Löffel. Das Ganze heiß werden lassen. Ja. So. Da tut's doch schon mal hier. Das Fett schon heiß geworden. Jetzt haue ich alles rein. Und jetzt wird alles nur angedünstet werden, nicht der braun brennen lassen. Was haben wir denn hier? Fetten Strang haben wir da. So, dann haben wir jetzt alles ein bisschen angedünstet. Und wenn das angedünstet ist, dann mache ich das jetzt nur ganz wenig Wasser und lasse das dann gar kochen. So. Wenn einigermaßen angedünstet ist, gibt es einen guten Geruch. Dass das hier ein bisschen bedeckt ist. Abgeschmeckt. Umrühren. Das köchelt jetzt gleich, dann kann ich den jetzt schon mal auf 2 stellen. So. Das hat so 10 Minuten geköchelt. Wunderbar. Jetzt kommt da Wasser rein, auffüllen. Ein Liter nehme ich mindestens. So 1,5 Liter haben wir jetzt. Jetzt würzig. Dann nehme ich hier klare Hühnerbrühe. Zwei Teelöffelchen. Und wie gesagt, Gewürze, kommt alles rein.
wie jeder möchte, nach Geschmack und Laune. Ich mache gerne immer ein bisschen rein, aber ganz wenig. Püree ist wichtig. Pfeffer natürlich. Aus. Dann mache ich jetzt noch ein bisschen Senf dran. Sehr gut sein. Super. Jo. Fertig.